Übrigens, wenn man auf den Display schaut, ne, dann sieht man gar nicht in die Kamera. Und dann sieht es für den Kamera, also für den, der im Display, also den Zuseher quasi, sieht es aus, als ob man immer dran vorbeischaut. Aber das rechts nebendran ist der Display. Genau. Ne? Also von hier nach da. Naja, egal. Hallo. 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 Podcast! So, Freunde. Liebe Liebenden. Freunde von Podcast. Wir sind auf dem Weg nach Sölden. Das glaubt uns niemand, dass wir schon wieder dorthin fahren. Ja, wir fahren. Ein bisschen früher bremsen. Ist alles ganz okay. Blitzer übrigens. Ah, ja, ja. Ja. Also so langsam, wie wir gerade im Moment fahren, kann nichts passieren. Ja, wir sind auf der A8. Schon Stau. Also wir sind gerade auf Alphöhe gekommen. Ulm, quasi. Ulm kennt man. In Ulm, um Ulm herum. Und um Ulm herum. Um Ulm rum. Und es ist schon Stau. Der Chris, der Bäcker, der Chris und der Neger, der Schwarze, der Abraham, der Sano. Wir zwei sind gemeinsam zu zweit, also quasi im Duett unterwegs. Ja. Heute kann man uns auch als Duett buchen. Auch gerne im Tütü. Ja, wir sind im Duett unterwegs, die anderen sind im Bus und die sind weit hinter uns, weil so ein Bus ist natürlich auch schwerer, ne, als so ein Charan. Das heißt, der braucht auch länger für die gleiche Zeit. Wobei, ich habe schon versucht, für ausgleichende Gerechtigkeit zu sorgen. Ja, der Chris ist ungefähr so schwer wie ein Charan. Also, und wir sitzen im Charan, das heißt, zweimal Charan gibt eigentlich auch wieder einen Bus. Ja. Ja. Genau. So, also. Ich war in Mathe schon immer gut. Ja. Mathe, 12 mal 12 zum Beispiel sind 144. Ja, auswendig gelernt. Ich auch. Ja. Oh, shit. Abfahrt ist also gelungen, mit einer Stunde Verspätung, weil Fetti hat was vergessen und der andere Fetti auch. Mein Pass, weil ich bin indischer Staatsbürger, man sieht das kaum. Aber wenn ich dann angehalten werde in Österreich und habe keinen Pass dabei, dann muss ich vielleicht eventuell Steine hacken im Bergwerk. Oder was macht man so als Strafe? Auf der Alm. Auf der Alm muss man Steine hacken, oder? Ja. So, wir melden uns gleich wieder von unterwegs. Sobald wir wieder Nahrung zu uns nehmen, das wird wahrscheinlich so 10 minus 10. Alle 10 Minuten. Alle 10 Minuten wird das wahrscheinlich stattfinden. Freunde, bis dahin, gute Rutsch, frohe Ostern, dicke Eier und wisst Bescheid. Tschüss. Unerwartet an Ostern Stau. Wir sind jetzt irgendwo in, kurz, wo sind wir? Füssen oder sowas. Füssen, ja. Tunnel, Vollsperrung. Hier ist das volle Verkehrschaos. Ja, wir sind jetzt abgefahren und fahren einem Basti hinterher, der den Sprinter fährt. Und ich glaube, Basti hat so viel Ahnung von der Umleitung, wie wir vom Soul. Von was? Von Soul. Soul? Der ist kein Soul. Im Moment höre ich kein Soul. So, jetzt sage ich das mal. Stau to the front. Stau to the back. Stau. Okay, Podcaster. Tankstelle. Jeder hat sich irgendwas zu essen geholt. Ich habe hier was gesehen, was meine geistige Leistungsfähigkeit, Konzentration und Aufmerksamkeit fördert. Octane Brain Bar. Ich werde es natürlich in eurem Beisein jetzt aufpacken.
und den Zano mal probieren lassen, falls die nicht, Vorkosten nicht. Und so. Okay, also schon mal unnötige Verpackung, ja. Stimmt, mitbezahlt kostet 1 Euro wahrscheinlich. Scheiße. So, aber pass dir auf. Boost your brain, ja, verstehst du? Boost your brain. Boop your brain. Dann ist es hier ein Cerealienriegel mit Schokoladenfettglasurüberzug. Ja, eigentlich ist es interessanter. Als ich probiere es mal, während ihr Bruder so ein bisschen zuguckt. Und ich merke schon, E ist gleich M mal C Quadrat. Was der Chris nicht weiß, diese Riegel werden von österreichischen Bergziegen hergestellt. Inhalt Käse, erbrochenes, Kot und Gras. Max auch nicht. Nein!